Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute erzähle ich dir, wie du Vokabeln lernen solltest, um fließend sprechen zu können. Aber bevor wir starten, habe ich eine gute Nachricht zu verkünden. Im März biete ich wieder Konversationskurse für A2 und B1 an. Sie werden in Form von Sprachclubs durchgeführt. Ein Sprachclub ist ideal für alle, die sprechen üben wollen. Wir werden in kleinen Gruppen arbeiten, zu maximal 6 Personen. Meine Sprachclubs bieten eine freundliche und entspannte Umgebung, in der du deine Deutschkenntnisse verbessern kannst. Wenn du Interesse hast, melde dich unverbindlich für die Warteliste an. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich. Und nun zum Thema des heutigen Videos. Los geht's! Wenn du fließend sprechen möchtest, ist es wichtig, den Wortschatz ständig zu erweitern. Das hast du zumindest schon einmal gehört, oder? Viele Deutschlernende kennen bereits so viele Vokabeln und verstehen alles, wenn sie etwas lesen oder hören. In einem Gespräch fallen ihnen dann passende Worte aber trotzdem nicht ein. Warum ist das so? Die Antwort ist ganz einfach. Wortschatz ist nicht gleich Wortschatz. Wir haben einen passiven und einen aktiven Wortschatz. Der passive Wortschatz ist viel größer und beinhaltet Wörter, die du zwar verstehst, wenn du sie liest oder hörst, aber nicht unbedingt selbst verwendest. Der passive Wortschatz kann zum Beispiel durch das Lesen oder Hören sehr schnell erweitert werden. Der aktive Wortschatz dagegen besteht aus Vokabeln, die du auch selbst aktiv verwendest. Um fließend sprechen zu können, solltest du vor allem deinen aktiven Wortschatz erweitern. Du musst also Vokabeln nicht nur kennen, sondern auch aktiv benutzen können. Und hier sind ein paar Tipps, wie du deinen passiven Wortschatz in den aktiven Wortschatz umwandeln kannst. Konzentriere dich vor allem auf Vokabeln, die du schon gelernt hast, aber noch nicht verwendest. Das können zum Beispiel Vokabeln sein, die du in deinem Alltag brauchst, bei deinem Beruf, im Haushalt, im Geschäft, in der Apotheke, beim Arzt, bei deinen Hobbys und so weiter. Du kannst die Vokabeln, die du brauchst, in ein Heft schreiben. Arbeite dabei unbedingt mit Beispielsätzen, denn es ist wichtig, die Vokabeln nicht einzeln, sondern immer im Kontext zu lernen. Dazu ein bisschen später. Wenn du kein Fan von Heften bist, kannst du auch zum Beispiel Karteikarten oder Mindmaps nutzen. Wenn du das gemacht hast, du hast also die Vokabeln, die du brauchst, aufgeschrieben, wähle pro Tag maximal 5 Vokabeln zu einem Thema aus. Sprich anschließend die Vokabeln und die Beispielsätze mehrmals laut aus. Und nun suche nach Gelegenheiten, diese Vokabeln in realen Gesprächen zu verwenden. Das Ziel dieser Übung ist es, dass du die Vokabeln automatisch und ohne zu zögern verwenden kannst. Wenn du keine Gelegenheit im Alltag findest, reale Gespräche zu führen, dann schreibe kurze Dialoge oder Geschichten, in denen du diese Vokabeln einbaust. Erzähle deine Geschichte anschließend deinen Freunden oder auch dir selbst. So verwendest du die Vokabeln aktiv und kannst deinen passiven Wortschatz in einen aktiven Wortschatz Schritt für Schritt umwandeln. Wir alle sind verschieden. Wir lernen auf verschiedene Art und Weise. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du am besten lernst? Liest du gerne Bücher? Oder hörst du lieber Audiobücher und Podcasts? Oder vielleicht bevorzugst du es, Filme zu schauen? Oder fällt es dir leichter, ein Thema zu begreifen, wenn du darüber diskutierst? Auf jeden Fall kann ich dir sagen, es lohnt sich, verschiedene Lernmethoden zu kombinieren. Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass wir leichter lernen, wenn mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen werden. Das heißt, du kannst dir ein Wort wahrscheinlich leichter merken, wenn du es siehst, mit einer Erklärung,
Beispielen und vielleicht noch mit einem Bild, es hörst, schreibst, aussprichst und gleich verwendest. Denk daran, wenn du von nun an Vokabeln lernst. Das Lernen muss unbedingt Spaß machen, damit man motiviert bleibt. Hier sind ein paar Ideen, wie du deinen Lernprozess unterhaltsam gestalten kannst. Kennst du jemanden, der auch Deutsch lernt? Ihr könnt zusammen lernen. Das kann sehr motivierend und spaßig sein, weil du mit anderen deine Ideen austauschen und gemeinsam an Aufgaben arbeiten kannst. Wenn du dein Lernen wie ein Spiel gestaltest, kann es viel mehr Spaß machen. Du kannst zum Beispiel Quizspiele oder Memory-Spiele mit deinen Karteikarten machen. Wenn du das Gelernte gleich anwenden kannst, ist das Lernen viel interessanter und erfüllender, weil du das Ergebnis deiner Bemühungen gleich siehst. Ein Beispiel: Wenn du gerade gelernt hast, wie man nach dem Weg fragt, kannst du das gleich anwenden. Frage beliebige Menschen auf der Straße nach einem Weg, selbst wenn du ihn schon kennst oder gar nicht suchst. Zum Beispiel: Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur Nationalbibliothek? Nachdem du eine Antwort bekommen hast, versuche Follow-up-Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Und wo ist die Haltestelle? Und wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Und so weiter. So kommst du ins Gespräch und kannst Sprechen üben. Schaue dir interessante Filme, Serien und Sendungen an, um echtes Deutsch zu lernen. Finde Beispiele für Vokabeln, die du schon kennst und gerne verwenden würdest. Schreibe diese Beispiele auf und benutze sie bei der nächsten Gelegenheit. Das macht Spaß und man lernt viel dabei. Letztendlich ist es wichtig, Lernmethoden zu finden, die zu deinen individuellen Interessen passen, um das Lernen so angenehm wie möglich zu gestalten. Es ist wichtig, Wörter immer im Kontext zu lernen. Aber warum ist das so? Erstens, du hast gleich ein situationsbezogenes Beispiel und kannst besser verstehen, wie das Wort benutzt wird. Und zweitens, ein Wort kann verschiedene Bedeutungen haben und dies hängt immer vom Kontext ab. Nehmen wir zum Beispiel das Wort die Bank. Die Bank hat zwei Bedeutungen: eine Sitzgelegenheit und ein Geldinstitut. Schaue dir folgende Beispielsätze an. In welchem Satz ist die Bank eine Sitzgelegenheit und in welchem ein Geldinstitut? Ich setze mich auf eine Bank und esse mein Sandwich. Ich habe ein Konto bei der größten Bank Deutschlands. Im ersten Satz geht es natürlich um eine Sitzgelegenheit und im zweiten Satz um ein Geldinstitut. Und worum geht es in diesem Satz? Seit Tagen schiebt Thomas seine Hausaufgaben auf die lange Bank. Hier wird das Wort die Bank im übertragenen Sinne verwendet. Wenn ein Mensch etwas auf die lange Bank schiebt, dann will er unliebsame Aufgaben hinauszögern. Genauso lernt man nur im Kontext, wie man Synonyme verwendet. Das sind Wörter mit einer ähnlichen oder sogar gleichen Bedeutung. Synonyme sind zum Beispiel folgende Wörter: dünn, schlank, schmal, eng. Man kann zum Beispiel sagen, das ist ein dünner Mensch oder das ist ein schlanker Mensch. Aber man kann nicht sagen, das ist eine dünne Gasse oder das ist eine schlanke Gasse. Mit Gasse verwendet man die Adjektive schmal oder eng. Das ist eine schmale Gasse oder das ist eine enge Gasse. Darum ist der Kontext so wichtig. Wir sind schon am Ende des Videos. Ich hoffe, dass meine Tipps dir helfen werden, Vokabeln effektiv und spaßig zu lernen. Es kann zwar manchmal ein wenig harte Arbeit sein, aber es lohnt sich definitiv. Wie sagt man doch so schön? Wer die besten Früchte ernten will, muss auf den Baum steigen. Danke, dass du dabei warst.
Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!